Mein Name ist Ulrich Zimmermann und ich arbeite für die Firma Otto Dörner in Hamburg. Unser Unternehmen beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Recyceln von Wertstoffen, die eben deutschlandweit und weltweit im Rohstoffmarkt verkauft werden. Wir haben das Produkt ServiceBest Plus bei uns seit 5 Jahren im Einsatz und inzwischen haben wir auch auf die Enterprise-Version abgedatet. Ja, wir haben, bevor wir ServiceBest Plus eingesetzt haben, in Outlook eben die Aufgaben verwaltet und dort entsprechend die entsprechenden Tasks abgearbeitet. Dann haben wir eben halt ServiceBest Plus eingeführt, um mehr Übersicht zu bekommen. Ja, einer der wesentlichen Punkte für die Einführung von ServiceBest Plus war damals die Kostenstruktur. Es war eben halt so, dass wir zum ersten Mal ein solches System eingeführt haben und dieses System eben halt aufgrund des Mietpreismodells nicht so sehr wie andere Systeme preislich zugeschlagen hatte. Und das andere Thema ist eben halt natürlich die Transparenz zu schaffen. Die Funktionalität in ServiceBest Plus hat uns eben sehr überzeugt, insbesondere die Möglichkeit, dass es eben Webinterface hat. Insbesondere der Austausch mit den Benutzern oder mit den Menschen, die man hier trifft, ist ein ganz wichtiger Faktor auf solchen entsprechenden Veranstaltungen. Und generell ist das Netzwerken ja heute ein ganz wichtiges Thema. Weiterhin war auch sehr interessant, aus erster Hand, sprich vom Hersteller zu erfahren, was es an neuen Produkten gibt. Das ist für uns ein ganz wichtiger Austausch. Wir haben ServiceBest Plus schon des Öfteren empfohlen, eben einfach aus dem Grunde, weil wir eben halt hier mit Micronova eine sehr gute Unterstützung haben. Ich kann allerdings auch jedem empfehlen, dass er, bevor er das Produkt einführt, auch eine entsprechende vorherige Unterstützung auch direkt aus dem Hause machen lassen. Wir haben das nachträglich gemacht. Wir hätten viel Zeit gespart, wenn wir uns direkt quasi diesen Support, der auch sein Geld wert ist, eingekauft hätten.